Gut, das war jetzt der wievielte Dämonius? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 haben wir schon, okay. Gut, dann müssten wir es ja eigentlich gleich haben. Aber wo haben wir denn jetzt das letzte Wimmelbild? Ah, hier. Okay, Frage beantwortet. Also ich hoffe mal, dass das jetzt das letzte ist. Pentagramm, eine Keramikvase, eine betende Hände, Anker, Welle, Turban, Libelle, Dämon, Palette, Teekanne, Pelikan und Peitsche. Ein Pentagramm. Da. Eine Keramikvase. Da. Betende Hände. Oh, jetzt kommt wieder das singende Mädchen im Hintergrund. I'm watching you. Ja, ich sehe dich auch. Betende Hände. Da. Anker. Da. Eine Welle. Da. Ein Turban. Da. Eine Libelle. Wo ist die Libelle? Gute Frage. Libelle? Wo hast du dich versteckt? Da oben. Ein Dämon. Da. Eine Palette. Ist wahrscheinlich eine Farbpalette gemeint. Denke ich doch jetzt mal. Eine Teekanne. Pelikan. Eine Peitsche. Eine Palette. Ja, ich sehe dich auch, Mädchen. Wo ist denn jetzt hier die Palette? Ach, da oben. Gut. Ich zähle lieber nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt weiß ich nicht. Ich müsste eigentlich jetzt alle haben. Oder fehlt mir jetzt noch ein Dämon? Das ist jetzt die Frage. Ich guck einfach mal, ob ich jetzt hier alle habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, ich habe alle. Jetzt muss ich die natürlich auch richtig zuordnen. Denke ich mal. Das könnte der sein, jawohl. Der Dämon mit dem Horn. Das könnte der nicht sein, okay. Da. Jawohl, dann haben wir alle Dämonenköpfe. Nein, das ist der nicht, das ist der. Und da haben wir es. Und da brauchen wir jetzt wahrscheinlich das Elixier, oder? Ja, hier sind erstmal alle Seelen befreit und erlöst, die das Monster eingesaugt hat. Und da ist wohl die Königin des Todes. Wie üblich ist Christi die geliebte Tochter, die Heldin, welche die leidenden Seelen rettet. Ja, das ist Stella. Ha, glaubst du hättest mich besiegt?
du kleines Ungeziefer, schon bald wirst du um Gnade winseln. Was? Du hast ein Elixier? Christi, Schwesterherz, sieh mich an, ich bin es, dein schwaches Schwesterlein Stella. Wirf doch dieses Elixier weg, du willst mir doch nicht wehtun, ich bin deine Familie. Das... Du hast meine Familie auf dem Gewissen, verlasse den Körper meiner Schwester und kehre in dein Amulett zurück. Das ist für meine Familie, du Monster. Bam! Jawohl. Und so ist jetzt also das Ende vom zweiten Teil. Interessant. Oh. Ich dachte nur, der Geist des Dämons ist verschwunden. Oh. Stellas Seele ist endlich frei und Christi wünscht ihr und ihren Eltern ein letztes Lebewohl. Doch Christi weiß noch nicht, dass das Amulett bereits auf der Suche nach einem neuen Wirt ist. Tja. So ist es. Jawohl, meine Lieben, und das war der zweite Teil von Haunted Manor, die Königin des Todes. Ich hatte es auch irgendwie im Gefühl gehabt, dass Stella, also der böse Geist hatte ja Stellas Körper halt kontrolliert und ich hatte es trotzdem im Gefühl gehabt, dass sie halt die, in Anführungsstrichen, die Königin des Todes ist. Ja, oh Gott, von 2011 ist das Spiel, er ist auch jetzt schon mittlerweile 10 Jahre alt. Wahnsinn. Oh ja, das waren kleine Credits, okay. Ja, meine Lieben, das war Haunted Manor 2, die Königin des Todes. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Projekt. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und ja, wie gesagt, das war jetzt erstmal, ich betone es, erstmal das letzte Wimmelbild für eine etwas, also spielemäßig kommen da noch wirklich verdammt viele Wimmelbildspiele im zweiten Computerschwung, aber ich meine ja jetzt in diesem Augenblick ist es jetzt erstmal das letzte Wimmelbildspiel, denn jetzt kommt erstmal eine gute Abwechslung. Stimmt ja, die Krähen sind ja hier wieder aktiv. Ich mache mal den Spielsound etwas leiser, damit man mich besser verstehen kann. Sonst übertönt das Geräusch von Krähen meine Tonaufnahmestimme. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, jetzt nach Haunted Manor 2 kommt, wie gesagt, erstmal das Tower Defense Spiel, was ich auch schon bei Mystery Legends 3 Beauty and the Beast schon angekündigt habe und jetzt nochmal am Ende von Haunted Manor 2, die Königin des Todes, auch nochmal offiziell erwähnen möchte. Das wird auch eine riesen Umstellung wieder sein, so ein aktives Tower Defense Spiel und dann noch kommentieren, das wird lustig. Aber ich ziehe das jetzt durch, ich habe es geplant und wer weiß, vielleicht werdet ihr da auch Spaß haben beim Tower Defense Spiel als Zuschauer. Also es ist ziemlich kindlich gezeichnet und so. Es ist von der Spielfirma Play and Smile, die auch unter anderem sehr viele Wimmelbit-Spiele entwickelt haben, aber halt wie gesagt auch ein paar Tower Defense Spiele extra für Kinder gemacht, aber als Erwachsene, als Let's Player ist es natürlich auch eine pure Herausforderung, ist auch dann zu Let's Playen. Und wenn ich dann dieses Tower Defense Spiel zu Ende Let's Played habe und es irgendwie geschafft habe, dann muss ich erstmal ja, meine Nerven ein bisschen zusammenkratzen, weil dann anschließend kommt ja das zweite Wunsch-Let's Play schon von Bernie, von The Burning Breath 666, was halt ein RPG-Game ist und ich weiß ja nicht, wie mega umfangreich das sein wird, aber er hat zu mir gesagt, wenn, und es ist ja auch ein Wunsch, ein weiterer Wunsch in seinem Wunsch-Let's Play noch, dass ich halt
noch was mache, aber das werde ich erst, wie gesagt, im ersten Part dann erklären und auch zeigen können, was er sich noch zusätzlich gewünscht hat. Und das werde ich natürlich auch berücksichtigen. Und deswegen wird es ja auch so ein umfangreiches Projekt werden. Wie viele Parts ich dafür benötige, weiß ich nicht. Vielleicht sogar noch mehr als bei Rise of the Tomb Raider, wenn das jetzt so ein umfangreiches RPG-Game sein sollte. Es ist ja auch noch blind von meiner Seite aus, muss ich ja auch noch dazu sagen. Aber wie gesagt, es wird noch ein bisschen dauern. Es ist noch ein Spiel noch dazwischen und dann kommt halt, wie gesagt, das RPG-Game. Ansonsten, genau, wie gesagt, Hunted Manor 3 kann ich euch leider nicht mal zeigen, was ich schade finde. Auf Steam war mal das Spiel drauf, sogar in einer Sammleredition, wie ich gesehen habe, aber ist jetzt leider nicht mehr zu kaufen auf Steam. Der Publisher hat aus irgendwelchen Gründen das Spiel auf Steam entfernt. Deswegen werde ich euch irgendwann den vierten Teil euch dann präsentieren, aber das wird jetzt aber auch erstmal spielmäßig ein bisschen dauern, bis da der vierte Teil erscheint. Und wie gesagt, der fünfte und der sechste Teil von Hunted Manor, die sind komplett auf Englisch, aber ich ziehe das trotzdem durch. Und ich glaube, das werden auch dann die ersten Wimmelblitz-Spiele sein, die ich dann in der englischen Version dann erzählen werde. Also ich werde ganz normal Deutsch kommentieren, also keine Panik. Also ich werde jetzt nicht versuchen, das auch noch alles auf Englisch zu erzählen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Wäre ich jetzt ziemlich gut in Englisch, dann würde ich es machen, aber so, nein, so werde ich es natürlich nicht machen. Also ich werde da schon Deutsch kommentieren, keine Panik. Bei den englischsprachigen Wimmelbild-Spielen. Jawohl, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, also ich verabschiede mich jetzt offiziell von Hunted Manor 2, die Königin des Todes. Und ich bereite mich jetzt schon seelisch schon ein bisschen auf das Tower Defense Spiel vor. Aber ich lade jetzt eh sowieso erstmal alles von Hunted Manor 2, die Königin des Todes, noch hoch. Das sind noch ein paar Parts. Und in der Zwischenzeit kann ich mich, wie gesagt, ein bisschen erholen, was ziemlich gut ist. So, jetzt will ich aber nicht mal allzu viel quatschen. Ich will jetzt offiziell mich jetzt verabschieden von Hunted Manor 2, die Königin des Todes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Musik war gut. War ein bisschen gruselig, auf jeden Fall. Ein bisschen eintönig fand ich das schon ein bisschen. Da hätten die ruhig ein paar mehr Musik-Soundtracks hinzufügen können. Aber okay, es ist ja noch ein altes Wimmelbild-Spiel. Muss man ja auch noch berücksichtigen. Und ansonsten, ja, storymäßig fand ich es auf jeden Fall auch gut. Also, man hat ja auch schon das gemerkt zwischen dem ersten und zweiten Teil, dass sich da jetzt schon einiges verändert hatte. Im ersten Teil, ich wiederhole mich nochmal ganz kurz, war ja die Situation, dass wir quasi vom Spiel geführt wurden in den Räumlichkeiten, und jetzt hier ab dem zweiten Teil konnten wir uns ja selbst bewegen und die, ja, die Orte und die Räumlichkeiten hier in dem Anwesen hier selbst betreten, wie man es auch normalerweise von den normalen Wimmelbildspielen auch kennt. Und ab dem vierten Teil kann man, glaube ich, auch per Karte sich porten von Hunted Manor, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ja, jetzt habe ich wirklich genug gelabert. Die, wie gesagt, Story fand ich super. Muss die ein, zwei oder drei Musik-Soundtracks, die man jetzt hier unterschiedlich hören konnte, die waren auch schön, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten beende ich jetzt die Aufnahme, verabschiede mich nochmal offiziell von Hunted Manor 2, die Königin des Todes. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play. Yay, Tower Defense Spiel. Yay, oh Gott, ey. Ich bereite mich, wie gesagt, sehe das schon mal vor. Bis dahin. Okay. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Let's Play Projekt, mein Lieben. Tschüssi.